Hey Leute, was geht ab? Ich bin hier gerade beim ADAC. Ich mache heute ein Sportfahrertraining. Es ist gerade kurz vor 10, es geht irgendwie um 10 los, deswegen nochmal hier kurz schnell ein Video machen. Ich bin gespannt, was heute alles auf mich zukommt. Bin hier mit einigen Leuten, eigentlich der einzige BMW hier, alles andere sind GTIs und Golfs. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was die ganze Sache bringt und werde darüber mal ein bisschen berichten, wie das so abläuft, was man sich darunter vorstellen kann, wie viel ich gelernt habe und so weiter. Und ja, ich gebe euch weiter Updates. Haut rein, peace. Dass ich das mache. Danach ging es zu einem Slalom. Das war auch ganz geil. Es war ein bisschen Schweizer Slalom, hieß das, glaube ich. Dann normaler Slalom. Dann eine verengte Kurve. Und dann nochmal so eine Art Echttest, wo man mit Vollgas und Bremse durchkommen muss und gegen Ende nochmal eine Vollbremsung in die Gasse. Da seht ihr auch noch ein Video, das habe ich auch noch gefilmt. So, dann Marc, auf geht's! Ja, nicht ganz so ambitioniert in die Zielgasse, wie gesagt, dafür war sie ja da, dass man nicht nur hinaus fährt, auch ziemlich interessant zu sehen, wie man da langballern kann. Was ich in dem Moment auch lernen konnte, ist das Auto so richtig, richtig krass in die Ecke zu werfen und auch einmal mit Vollgas reinzuballern, Drift zu ziehen. Weil wo hat man auf der normalen Straße, habe ich auch noch nicht hinbekommen, so auf normaler Straße, so mit 60 in die Kurve einen vollkommenen Drift gezogen. Da traue ich mich das irgendwie nicht auf sinnfrei irgendwie durch in normalen Straßenverkehr zu machen, halte ich auch persönlich für total bescheuert. Ja, halte ich komplett für bescheuert. Deswegen finde ich, solche Trainings sind echt perfekt dafür gemacht. Das Gute war auch, der Trainer, der hat so immer geguckt, wie sind die Leute, wie sind die drauf, was für eine Dynamik die herrscht und hat dann auch nicht gemeckert. Also ich habe da einen fetten Drift hingezogen gegen Ende, wo es war, letzte Runde. Ich gedacht, okay, jetzt scheißt du mal auf die letzte Pylone, die ich noch nehmen will, sondern zieh mal einen Drift komplett durch und habe da einen dickeren Drift gezogen. Und in der Gasse, wunderbar, sehr schön. Länger zu machen und mit höherer Geschwindigkeit und so. Und da gab es keinen Stress. Er hat nicht gesagt, was machst du da? So wie es bei den anderen Fahr-Events war, wo ich das Jago-Event gemacht habe. Sobald ich ein bisschen quer war, wurde sofort gemeckert. Was, du machst dir Hilfen aus, mach die mal wieder an und so. Das war halt ein bisschen unentspannt. Trotzdem bin ich dann ohne gefahren, aber habe dann so ein bisschen heimlich immer was gemacht. Und da konntest du wirklich voll mal auch, hättest du dich gedreht, wäre es auch scheißegal gewesen. Das fand ich super, super gut an dem Trainer. Und was ich krass gelernt habe, ist, weniger ist mehr beim Lenken, also das Auto nicht so zack, zack, links, rechts, sondern einen Fluss reinbringen und
trotzdem auch mit wie viel Speed und wie viel Aggressivität man das Auto in eine Kurve werfen kann und immer noch nicht komplett im Grenzbereich oder über den Grenzbereich hinausgekommen ist. Das ist irgendwie auch eine Sache, die ich ganz interessant fand, mal wirklich noch mehr an die Grenzen ranzugehen. Beim Straßenverkehr fährst du, egal wie du fährst, kommst du da nicht so schnell ran. Es sei denn, du schießt halt ab oder weiß ich nicht. Also im Straßenverkehr fahre ich jedenfalls nicht so, Punkt, aus Ende. ja, was gibt's noch zu erzählen? Gegen Ende gab es dann noch einen geilen Rundkurs. Da war dann noch eine Passage so, dass man so einen Berg runtergefahren ist auf einer rutschigen Ebene. Und dann konnte man dann dicken Drift ziehen auf einer auf einer teils rutschigen Fahrbahn und dann auf einer griffigen Fahrbahn. Das ging dann da einmal darum, ein bisschen zu gucken, wie das Auto ist, wenn es rutscht und so. Ein bisschen quergestellt, ein Drift gezogen, war ganz nice. Und dann das Ganze nochmal Vollgas runter, voll in die Bremse und voll das Auto in die Kurve werfen. Und das Gute war einfach, es war so, keine Ahnung, fünf, sechs Spuren breite Fläche. Wenn du den Drift oder die Kurve nicht gepackt hättest, hättest du einfach nirgendwo, also hätte schon gedauert bis zum Graben landest. Also da war sehr viel Sicherheitsraum drin, wo man auch wirklich sich was trauen konnte, das Auto da voll reinzuwerfen und zu gucken, wie es reagiert und den auch versuchen, da ein bisschen querzustellen. Das war auf jeden Fall auch ganz gut. Genau, und dann, das war so eine Zwischenpassage und gegen Ende gab es dann einen Rundkurs nochmal in klein. Das war dann einmal so ein Streckenabschnitt, irgendwie enge Kurve, Kreisverkehr auf so einem rutschigen Untergrund oder auf einem nassen Untergrund nur. Dann ein, zwei scharfe Kurven, eine Serpentine hoch, da habe ich auch ein Video von außen. Dann über diesen Berg diese große Strecke runter, die so rutschig war. Dann bin ich da so runtergependelt, gegen Ende den kompletten Drift gezogen. Und dann konntest du nochmal eine kleine Kurve driften und dann war wieder Ziel. Das war's. Jo. Das war auf jeden Fall eine ganz geile Kombo, das Ganze so mal zusammenzusetzen zwischen Auto querstellen, mit nassen Reifen noch ganz gut um eine Kurve kommen, mit dem Drift, auch wenn es ganz, ganz trocken ist. Es ging halt nicht um Geschwindigkeit, sondern einfach um, ja, für mich persönlich, um mehr Fahrspaß, um mal ein bisschen nochmal das Auto querzustellen. Die Beanspruchung auf dem Track war jetzt nicht so brutal, also auf diesem kleinen Rundkurs war es nicht so brutal wie auf dem Track, nenne ich das jetzt mal. Und hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das Ganze. Ich zeige euch auf jeden Fall auch mal, wie die Reifen aussehen können. Ich zeige euch auch noch meine Sitzposition, wie ich hier im Auto sitze. Ich filme das mal von außen. Ich erkläre euch nochmal, wie man am besten auch hier drin sitzt. Und zeige euch, wie ich auch hier drin sitze. Es ist ungewohnt, es ist komisch, aber ich will mich erstmal ein bisschen mehr dran gewöhnen. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, in der Sitzposition hat man deutlich mehr Vertrauen ins Auto. Auch durch das Fahrtraining habe ich deutlich mehr Vertrauen ins Auto. Und wenn ich jetzt hier im Straßenverkehr fahre, muss ich sagen, dass die Sitzposition zum Teil gefährlich sein kann. Und zwar nicht, weil der Airbag dir ins Gesicht knallt, weil du zu nah am Lenkrad sitzt oder sowas, sondern
weil das Selbstbewusstsein oder beziehungsweise das Vertrauen oder die Sitzposition im Fahrzeug so gut ist, dass man sich einfach sicherer fühlt, wenn man jetzt schnell krassen Kurvenwechsel macht. Und das verleitet natürlich dann doch eher ein bisschen mehr dazu, eine Kurve sportlicher zu nehmen, als wenn man eher so ein bisschen lean back im Auto sitzt. Und aber trotzdem will ich mich dran gewöhnen. Der Fahrer und meinte, er fährt in der Sitzposition, fährt er von Hamburg nach München. Also er sitzt da sehr bequem drin. Ich muss sagen, ich sitze auch bequem drin. Dadurch, dass man aber einfach hier mit den Schultern drin sitzt, beim Überlenken auch immer noch den Kontakt mit der Lehne hat und man sich in den Sitz pressen kann und drücken kann, kann man das Auto ganz anders bewegen. Und ja, das werde ich euch auch nochmal zeigen in dem Video. Ich denke, das Video. Ansonsten hier haben wir das Auto. Durch das ganze Wassergesprenkel ist hier erstmal alles schmutzig geworden. Dann, achso, Reifen muss ich nochmal gleich zeigen. Ich habe hier so einen Reifen Schmiere drauf gehabt, dass der Reifen immer schön glänzt. Wie man sieht, hört diese Reifen, steht die mal scharf hier, hört diese Reifenschmiere hier auf jetzt. Und man sieht auf jeden Fall auch, dass hier auch richtig gefahren wurde. Ne? Also die Flanken, die sind schon, die haben schon ordentlich was gesehen. Der Track war auch so, dass es viele Linkskurven gab. Das heißt, der Fahrer, der Reifen auf der Beifahrerseite wird noch ganz anders aussehen. Das ist einmal die Felge, die war auch vorher von Hand blitzeblank geputzt. So sieht die jetzt aus. Ich muss aber sagen, dass die Fyrodo DS Performance Bremsbeläge gar nicht so stark am Stauben sind, wie andere Bremsbeläge, die ich so kenne. Ansonsten würde ich mal sagen, ja, die Bremsscheibe sieht soweit ganz in Ordnung aus. Man sieht aber schon, dass sie ein bisschen gearbeitet hat. Steckt aber noch ein bisschen Spannungsfahrt drin und Autobahnfahrt ganz entspannt. Also ich kriege den Bremsbelag gefilmt. Ich weiß auch gar nicht, ob das so wichtig ist. Ich probiere es mal aus. Nee. Egal. So, jetzt gucke ich mir meine anderen Reifen an. Hier sieht man auch richtig, wie gearbeitet wurde am Reifen oder wie der Reifen gearbeitet hat. Man sieht auch immer noch hier, dass es sehr viel Temperatur hat. Ich bin jetzt noch mal knapp ein paar, irgendwie 100 Kilometer gefahren ist auf dem Weg nach Hause. Und dann sieht man auch, diese Reifenschmiere ist auch ab. Ja, und hier die Flanken hat er überall rumrasiert. Aber es geht schon ganz gut aus Material. Die Bremsscheibe sieht auch ganz in Ordnung aus. Bremsbelag kriege ich hier so jetzt nicht rein. Nee. Ja, Felge auch schmutzig. Gehen wir mal zu den hinteren Rädern. Die haben nämlich auch gearbeitet. Sieht man hier genauso. Ich zeige das mal. Komplettreifenprofil. Hier sind die Reifen an der Seite auch ein bisschen. Man sieht, ich habe ein bisschen Luftdruck abgelassen, was auch ganz sinnvoll war. Normalerweise fahre ich, oder hatte ich vorher drauf, 2,7 hinten, 2,4 vorne. Jetzt habe ich 2,1 und 2,4 gehabt. Sie werden sich wieder aufpumpen, dass sie nicht zu krass zu krass sich aufblähen und dann nur noch am Schmieren sind. Man sieht schon, das geht schon aus Material, aber der Reifen ist jetzt nicht durch. Ne? Also man kann damit noch ganz normal weiterfahren. Auto schmutzig. Jetzt zeige ich mal den anderen Reifen hier. Und der hat genauso viel Freude gehabt wie der andere Reifen. Sieht auch hier die Flanken. Ein bisschen gearbeitet. So, auf jeden Fall hat man schon ein bisschen was wegrasiert. Bremsbeläge hinten. Abbremsscheiben zeige ich drüben auch noch gleich nochmal. Sieht auch ganz vernünftig aus. Es ist selten, dass man hinten auch mal so schmutzige Felgen hat, wenn man viel in der Stadt unterwegs ist. Na, fokussiere. Hier nochmal die Bremsscheiben. Das sind bei mir sowieso jetzt noch nicht so abgejust, ne? Und ich weiß nicht, ich mache mal ein neues Video hier. Ich weiß jetzt nicht, wie wichtig das Ganze so ist. Ich weiß jetzt nicht, wie wichtig das Ganze so ist für euch, aber ich würde mal sagen, der Verschleiß, der hier stattgefunden hat am Reifen und am Material, der ist schon da. Gucken wir einfach nochmal den Vorderreifen an, weil ich habe gesehen, da ist ein bisschen mehr runter. Hier ist so eine Kante, warte, scheiße, muss die Kamera hier drehen. So eine Kante und hier waren so die Nippel immer. Und
Da will ich mal auf die andere Seite beim Vergleich machen. Machen wir mal ein Foto hier. Wie das da aussieht, weiß ich nicht, gerade gar nicht. Ah, hier. Da haben wir sie. Ja, hier, ich weiß gar nicht, wie der Reifen sonst aussieht. Gehe ich gleich mal nach hinten schauen. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber da wurde schon ordentlich radiert. Ich glaube, ja, hier haben wir sie. Das ist die Kante, die man eigentlich hier, ich finde mal das so, die eigentlich vorne auch noch dran war. Die ist jetzt ein bisschen dünner geworden. Ne? Krass. Ich habe mir das nämlich selber noch gar nicht so genau angeschaut. Da sieht man hier wäre die Kante gewesen, die jetzt schon gut ein bisschen was abgebaut. Ich werde mal den Motor anmachen, mal einlenken, dass ihr das mal von vorne ein bisschen sehen könnt. So, starten. Zeige nochmal die Reifen Vorderseite. Boah, brutal! Zeige nochmal hier den Reifen, wie er so aussieht im Profil. Finde ich, geht noch vollkommen klar. Profilmäßig habe ich vorher nachher jetzt nicht gemessen. Weil die sich interessieren, was für ein Reifen ich drauf habe. Das ist der Dunlop Sport Max RT, ist noch die erste Generation. Es gibt jetzt die zweite. Wie die ist, weiß ich nicht, aber die erste ist ganz gut. Man sieht, hier ist auch noch genug Profil dran. Da wird auch kein TÜV meckern. Das sieht alles ganz anständig aus. Und dafür, dass ich so oft reingeballert habe, ist da auch noch das Profil gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Fünf Flanken. Da haben wir was gesehen, ne? Kann man ja nicht meckern. Nochmal andere Seite, Fahrerreifen, Reifen genauso. Und man sieht hier, der hat überall ganz gut geklebt. Fühlt sich auch benutzt an, ne? Und ja, ich muss sagen, verschleißmäßig geht das vollkommen klar. Also sind hier gleich ein bisschen rissig geworden. Woher das kommt, weiß ich nicht. Aber damit lässt sich ganz normal weiter im Alltag fahren. Also ich denke mal, dass es kein großes Problem darstellt, wenn man irgendwie einmal im Jahr so ein Trackday mal macht, macht das Auto ohne Probleme das auch ganz mit. So, ich mach mal kurz aus und dann gehe ich mit euch nochmal zum Ruderraum. Das will ich euch auch nochmal zeigen. Das ist nämlich hier schon wieder ein bisschen abgewischt. Zu gucken, ob es trocken bleibt. Ja, damit ihr mal so einen Eindruck kriegt, was war. Und zwar war hier in diesem Bereich war alles am Schwitzen, war alles nass. Hier sieht man, dass so von oben ein bisschen Öl lang gelaufen ist. Ich habe auch nicht das überall abwischen können. Schauen wir mal, ob ich das irgendwie einkriege. Ja, hier war einfach alles. In dem Moment war das natürlich ziemlich scheiße, erstmal so ein kleiner Schock, aber davon ausgesehen geht das alles klar. So, jetzt kommt auf einmal die Sitzposition, zeige mich wie ich drin sitze und dann sind wir auch soweit durch mit dem Video. Das ist einmal die Sitzposition, die ich hier aktuell habe, gerade, machen wir hier das Fenster runter. Für jemanden, der im BMW Sportsitze hat, der sieht auf jeden Fall, Sitz ist auf kompletter Neigung, relativ nah dran, die Lehne ist auch relativ steil. Wenn ihr es so seht, der Beifahrer ist so eigentlich die typische BMW-Sitzposition, welche aber trotzdem nicht meine ist. Ich habe immer, der Grund, warum ich den Sitz so habe, ist, wenn ich Schulterblick mache, will ich hier durchschauen. Das ist so meine eigene Favor. Ja genau, das ist einmal so die Sitzposition, wie ich sie habe. Wie stellt man es noch ein? Lenkrad ganz nach unten und ganz zu sich ranziehen. Dann Neigung auf maximal, Lehne auf jeden Fall relativ senkrecht. Ich denke mal, das sieht man hier auch recht gut. Und wichtig, Kopfstütze hoch, dass man im Falle eines Unfalls immer noch den Nacken schont, weil normalerweise habe ich den auch so weit unten und wenn ich meinen Kopf dann anlehne, dann guckt mein Kopf hier komplett rüber, weil ich auch nicht so ein kleiner Mann bin, aber auch nicht so groß, ich bin 1,82. Das ist nochmal ganz interessant zu wissen, das ist so ungefähr der Abstand. Ich werde auch mal gleich zusehen, dass ich euch mal zeige, wie ich in dem Auto sitze, da werde ich mir gleich mal einen Kameramenschen holen, der das mal kurz filmt.
Also wie man einmal sieht, sind meine Arme angewinkelt. Wenn ich jetzt hier überlenke, also die Standardstellung ist erstmal, kannst du mal rumkommen einmal bitte. Wenn man lenkt, ist, wenn ich einmal gefragt habe, wofür die Dinger sind, die sind die Daumenablage, dann hält das Lenkrad so fest. Mhm. Und dann, wenn man Arme überlenkt, ist es wichtig, dass man immer noch hier Kontakt hinten mit der Schulter in der Lehne hat, dass man sich auch abstützen kann. Zur Not auch nochmal, wenn man in der Kurve unterwegs ist, kann man sich hier mit dem Fuß in den Sitz pressen, um Stabilität zu bekommen, mhm, wenn man in der Kurve unterwegs ist. Ansonsten ja, fahrschulmäßig, wenn man Hand drauflegt, handgelenkmäßig auf dem Lenkrad drauf dran sitzen. Und das ist so die ungefähre Position. Sitz ist auf komplette Neigung, ganz nach hinten, mehr geht nicht. Die Rückenlehne relativ steil, sodass man den Kontakt bitte nicht gerade führen, bitte gerade führen. So dass ich mit der Schulter immer noch den Kontakt hier hinten hin habe. Wie gesagt, Kopflehne hoch, dass im Falle von einem Unfall der Kopf immer noch hier gestützt wird, weil wenn ich die jetzt unten hätte und mit einer rauffahren, sieht man sofort, dass die Überstreckung kommen würde, mhm, und das tut dann gar nicht gut. Deswegen die hoch, auch wenn es scheiße aussieht, aber wenn man rennsportmäßig oder sportlich unterwegs sein will, dann muss man halt so sitzen. Und ja, das ist der Abstand. Könnte vielleicht noch ein Stück näher ran. Eine Frage, die ich hatte an den Trainer, das hat mich ein bisschen gestört und irritiert, ist, wenn ich die Kurven fahre, bin ich immer wieder mit meinem Arm so mir selbst drin hängen geblieben. Und da habe ich ihn gefragt, was man da am besten machen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel boxe ich mich hier selbst in die Richtung, hier geht's eigentlich. Einfach muss man richtig auch lernen, wie man umgreift. Also wie man den nicht umgreift, das falsche Wort, wie man den Wechsel zur anderen Seite macht. Weil wenn man irgendwie gewohnt ist, so zu lenken und man hat seinen Standard-Ellbogen, dann boxt man sich selber. Also man musste auch wirklich, oder ich musste auch wirklich lernen zu gucken, dass man hier entspannt die Führung sucht, um hier vorbeizufahren. Weil ich habe jetzt keinen dicken Bauch und die Seitenwangen sind jetzt auch nicht so im Weg. Ansonsten habe ich die auch M-technisch aufgepumpt, dass ich mehr Stabilität hier im Sitz habe. Und ja, die habe ich gerade ein bisschen geöffnet, weil für den Straßenverkehr war es doch zu eng, aber für die Strecke war es auf jeden Fall ganz gut. Aber das waren so die wichtigsten Punkte, einfach um zu schauen fürs Erste. Und dann kann man hier richtig zack, zack, richtig Gas geben. Genau. Und das war immer so kurze Erklärung für die Sitzposition, wie man sich im Auto, wie man sich ins Auto setzen sollte, wenn man ein bisschen sportlich unterwegs sein möchte. Also, das war's. Hey Leute, was geht ab? Ja, eine Sache wollte ich nochmal kurz einwerfen, das was nochmal ganz interessant ist zu wissen. Und zwar geht es einmal um den Spritverbrauch, den mein Auto bei dieser Aktion hatte. Zwar kann ich hier nicht ganz, ganz genau bestimmen, aber bevor ich losgefahren bin, habe ich den Wagen vollgetankt, gerade voll. Und dann hatte ich einen Hinweg von 80 Kilometer, die bin ich auf der Autobahn gefahren und das auch, machen wir uns jetzt dazu. Und das auch ziemlich entspannt, also ich hatte da habe ich geguckt, bevor ich angekommen bin, einen Verbrauch von 8 Litern, also 120 km/h Tempomat am Ende, so ganz, ganz easy, oder 130. Und nach dem Event war ungefähr fast die Hälfte weg und der Verbrauch hatte angezeigt zwischendurch 17,7. Ich habe irgendwann ein Foto gemacht, das war ein bisschen weniger. Die Reichweite ist gesunken auf 200 irgendwas. Habe ich auch ein Foto, werde ich alles nach und nach einblenden oder während ich das hier gerade erzähle einblenden. Und dann seht ihr auch, wie viele Kilometer gefahren bin. Ich denke mal jetzt 250, Minute 80, ein bisschen weiter noch. Ja, ich denke mal, dass ich ungefähr so 170 Kilometer drauf hatte, als ich dann wieder abgefahren bin. Das bedeutet, auf den ganzen Strecken da, ich denke mal so 40, 50 Kilometer abgespult, vielleicht sogar mehr, ich weiß es gar nicht so genau. Aber das ist ganz schön in den Sprit gegangen. Und er war auf jeden Fall ganz interessant, wie der Spritverbrauch sich da bezüglich so verhalten hat. Ansonsten, jetzt im Nachhinein so, wie der Wagen fährt ganz normal. Verschleißmäßig habe ich ja gezeigt, ist meiner Meinung nach auch völlig im Rahmen. Also wenn man das nicht jetzt fünfmal hintereinander macht, dann sieht es ganz anders aus. Aber jetzt so einmal, einen Tag und dann wirklich durchziehen, das ist okay. Und ja, jetzt bin ich nämlich gerade auf dem Weg zur Tanke. Zurück bin ich flott gefahren, also das heißt nicht hier Tempomat 130, sondern da wo unbegrenzt war, bin ich 260 gefahren. Und da wo Begrenzungen waren, bin ich auch mit, habe ich mich natürlich dran gehalten. Also gab es auch einige Strecken mit 80 wegen Baustelle und 120. Jetzt fahre ich hier nämlich gerade zur Aral, Tank mal voll. Dann die alte lasse ich hier noch durch.
Und ja, dann werde ich nochmal kurz Feedback geben, wie viel Sprit da jetzt durchgegangen ist. Vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen für die Tour, was da der Verbrauch war. Aktuell zeigt er jedenfalls an... ich zeige euch das. Aktuell zeigt er an 16,2 Verbrauch. 199 Restreichweite, 250 gefahren. Ja, mal gucken, ich mache die mal voll, dann werden wir weitersehen. So, ich habe es gerade voll getankt. Die Werte mache ich gleich mal wieder platt. Eine Restreichweite von 516 habe ich jetzt, weil ich wieder ein bisschen unterwegs war und das Ganze auch sparsam. Ich habe 40 Liter reingetankt. Und das hat sich ergeben, ein Spritverbrauch von 15, irgendwas Liter. Ich habe das in den Spritmonitor, da werde ich das nochmal einblenden, einen kleinen Screenshot. Das war es soweit. Ja, also irgendwie 64. Ist ein bisschen länger geworden, aber ich hoffe auch dennoch interessant. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schreibt gerne in die Kommentare. Und ansonsten, wenn ihr auch Bock habt, sowas zu machen und bis zum Ende dran geblieben seid, dann nehmen wir mal einfach einen Hashtag und der heißt Trackday-Lust. Ja, machen wir Trackday-Lust. Wenn ihr darauf Bock habt, dann kommentiert das mal. Bin ich auf jeden Fall auch gespannt, wie es für euch aussieht. Ja, achso, genau. Was kostet die ganze Nummer? Und zwar, wenn ihr es am Wochenende bucht, so wie wir das gemacht haben, dann kostet das Ganze 265 Euro, ich glaube, für Nichtmitglieder. Essen kostet 15 Euro extra. Ich habe jedenfalls 275 Euro bezahlt. So. Das ist egal. Also ich habe 275 Euro für den ganzen Tag bezahlt. Das war es mir auch wert. Erzählt mal. Also das war es von meiner Seite. Ich filme noch jetzt ein, zwei Sachen und dann werde ich das hier ins Video einbauen. Also denkt dran, Hashtag Trackbay. Habe ich schon wieder vergessen. Trackdaylust. So. Haut rein. Ciao.